Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Ausgabe von den schwedischen Stories mit dem Captain. Und wir befinden uns in Runde 98, machen wieder ein Double Feature, Runde 99 gleich hinten auch hinten dran hängen. Und ja, wir haben das erfreuliche Ereignis eines goldenen Zeitalters jetzt bekommen. Und das goldene Zeitalter bringt uns gleich einen ganz gehörigen Bonus, wie man jetzt an der Demografie sehen tut. Wir sind nämlich jetzt schon auf 112 Produktion. Und wer sich noch gut erinnert, wo wir beim letzten Mal waren, da waren wir ja schon erst waren wir bei 87. Plus die ganzen Frachter und so weiter. Also jetzt sind wir bei 112. Also ganz gehörigen Produktionsbonus. Und auch beim Geld geht es jetzt weiter. 90 Geld haben wir, reicht noch nicht ganz an das, was wir jetzt hier von Mambo-Kurt wissen. Der hat 106 immer noch, aber ansonsten geht's halt voran. Und man sieht's auch gleich, soldatenmäßig gehen wir auch langsam voran. Dritter sind wir jetzt schon mit 36.000. 30.000 zum ersten, das werden wir aber auch hinbekommen. Beim nächsten Mal oder so, ne? Forschungsmäßig geht Mambo-Kurt jetzt so langsam ab. 33% hat er. Das bedeutet, auf dem Forschungsbaum hat er jetzt wieder was geholt. Er hat sich nämlich die Ritterlichkeit geholt. Kann damit höchstwahrscheinlich sofort die Alhambra bauen. Wollen wir doch mal gucken, ob er bei der Hauptstadt das auch sogar macht. Können wir hier irgendwas erkennen? Hier sieht man einen Bau. Das könnte die Alhambra sein. Der war nämlich vorher nicht da gewesen. Hier, Alhambra-Bau. Also baut er jetzt nichts anderes außer das Wunder. Gucken, wie lange er dafür braucht. In Runde 98 startet er damit. Ja, die anderen Städte, da baut er nichts. Deswegen ist er wohl auch auf Ritter gegangen. Ja, gucken nochmal auf die Forschung. Ich brauche halt noch ein bisschen was, um Bildungswesen überhaupt zu bauen. Danach kann ich dann auch Unis bauen. Wie lange, wie groß braucht die? 268, okay. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, 268, die zu bauen. Naja, okay. Gut, ja, wir machen weiter unseren Weg. Bildungswesen, Gilden, Ritterlichkeit, gut, dass er es geholt hat. Ist es ein bisschen günstiger, kann ich halt schön weiter voranschreiten. Maschinen sind auch günstiger, also schön nachforschen. Nachforschen ist gut. So, ansonsten, die Hagia Sophia wurde in einem fernen Land gebaut. Und wo sollte die sonst gebaut werden als beim General Julius, der ja auch entsprechend schon mit seiner Religion so weit vorne ran ist und den ganzen Wundern, ja, trotz meiner, und auch bevölkerungsmäßig vorangeht. Also diese ganzen Traditionsvereine da, die haben ja auch enorm große Bevölkerungshauptstädte. Ich habe hier nur 15, der hat da 19, das geht ja noch. Er hat hier schon 23 in Marrakesch und der General Julius, der hat auch große Städte, die 18, 17 und so weiter sind. So, was machen wir denn jetzt noch weiter? Wir haben hier noch was. Mein Panzer möchte hier gern Militäreinheiten abwehren, egal. Was machen wir sonst noch? Wir haben hier eine Einheit neu gebaut. Einen Triborg. Ja, und nachdem der andere Triborg ja die kleine Ida hieß, heißt dieser hier jetzt, wen gibt es noch in der Geschichte? Ich sag's mal, ich nehme den Knecht Alfred. Also die kleine Ida und der Knecht Alfred werden dann entsprechend auf Tour gehen. Und natürlich hier Genauigkeit einschmeißen, damit sie auch gegen die Küste auch noch eingesetzt werden können. Und vor allen Dingen hier gegen die freien Felder. Also das ist auch gut. So, wo ziehen wir denn jetzt hin? Der hier kann, na, der ist fertig. Der hier baut die Straße. Der geht da hoch. Weil da oben soll ja Genf missioniert werden. Und der hier wird hier drüben die Straße fertigstellen. Und dann sollte doch hier einer von beiden auch dahin können. So, der dahin. Und der dahin. So, kannst du nämlich... Kannst du dahin und du gehst dorthin. So, kann die nächste Runde nämlich loslegen.
Oh, und ein Frachter in Sigtuna ist der fertig geworden. Sehr schön. Nicht Nahrungsfrachter, sondern Hämmerfrachter nach Birka, damit hier die Bibliothek schneller steht. Ja, und damit steht sie dann in 4 Runden, vielleicht sogar in 3 Runden passend. Nee, in 4 Runden passend zum Bildungswesen. Ja. Ideal. Und dann kann ich kaufen und kaufen. Und hier wird schnell gebaut innerhalb von 2 Runden. Wenn man sich mal hier das anguckt. 44. 55. Wenn ich dir nochmal eins rübersetze, dann wird in beiden innerhalb von 2 Runden gebaut. Dann haben die auch ganz schnell ganz viel. Ja, ganz viel Wissenschaft. So, eine Runde bis zu einer Galerse. Der auch. So, bauen wir hier mal eins. Zwei Galeassen. Eins. Ja. Stellen wir mal drei ein. Das sollte auch vielleicht passen. Braucht zwar zwei Runden, aber die nächste braucht höchstwahrscheinlich dann nur noch eine. Das sollte nämlich auch gehen. So, müssen wir hier mal ein bisschen verschieben. Zack und zack und zack. Oh ja, da ist immer noch was. Und mit unserem Schiffchen gehen wir mal ein bisschen spionieren. 1, 2, 3. Und sehen hier, ah, da ist noch alles leer. 1, 2, 3 wieder zurück. Ja. Gut, ich glaube, damit hätten wir hier erstmal alles für diese Runde. Machen wir weiter. Hier oben unser Speer, der kommt hier oben, drüben ja nicht durch. Hier sind die ganzen Barbaren, auch wenn das Lager da vernichtet werden soll. Und das hier auch. Komme ich da nicht so ganz lang. Wir gehen erstmal aus dem Gebiet raus hier. So. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier unten rumgehen können. Damit wir hier Richtung Sydney das alles auch mal aufklären können. Mal gucken, vielleicht ist hier ja noch was. Scheint mir so zu sein, als ob hier oben es auch noch irgendwie noch weitergeht. Ja. Hier ist auch noch jede Menge Eis. Also irgendwie muss es wahrscheinlich hier auch noch weitergehen. Aber da kommt man so schlecht durch. So. Ja, machen wir nächste Runde. Gut, und Runde 99. Ja, haben wir zunächst erstmal nochmal ein Schiffchen, oder das erste Schiffchen hier mit Fernkampfbeschuss fertiggestellt. 17 plus dann die Galeassen, 33% Landeinheiten, das macht doch Sinn. Und den hier nennen wir gleich mal als erstes Wiki 1, also wir haben keine, also ich habe keine ordentlichen schwedischen Namen da, deswegen nehmen wir jetzt die Wikingernamen von Wiki. Und wir befördern gegen Landeinheiten und ziehen das Schiff auch schon mal raus. So, damit er, also Marokko weiß auf jeden Fall, dass ich rüste. So, naja, und nebenbei können wir auch mal den Speer ziehen. Ja, ein bisschen woanders hingezogen hätte ich den vielleicht vernichten können, aber so klappt das nicht. Hätte ich mal Nila helfen können, aber gut, dann machen wir, wie viel hatten wir überhaupt? Der hat 10, genau. Dann gehen wir in diese Richtung. 1, 2, aha. Und da sehen wir auch schon, da ist ein Barbar am Fliehen von der und nach da. Vielleicht wird der da weitergehen. Vielleicht dreht er auch um. Gut, dass ich weitere Sichtweite habe. Was sagen die Ereignisse in Runde 99? Also, die Stadt Helsinki ist gewachsen, man sieht's. Hat natürlich gleich die Hügel besetzt, das ist gut. Wir besetzen jetzt das Nahrungsding zuerst, damit in 4 Runden nochmal gewachsen wird. Und bauen hier die Straße zu Ende, damit Helsinki angeschlossen wird. So, straßenmäßig angeschlossen, sehr gut, Handelsweg. Hier jetzt die nächste Straße. Zack, 1. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit unseren Trieböcken? So, der hier kann nicht ins Wasser. Der hier musste erstmal weg. Den Krieger, den packen wir mal hier rüber. So. Der kann nämlich hier drüben diese nicht aufgeklärten Felder, kann der nämlich mal aufklären, damit da nicht aus Versehen noch ein Barbarenlager entsteht, was ich nicht möchte. Gut. Bevor ich die jetzt irgendwo in Position bringe, gucken wir doch mal nach dem Schiffchen von dem
Inder. Und wir sehen, da hat er eine Triere in der Stadt. Die Stadt ist deswegen auch 24 stark. Jo. Also. Mit Erkundung könnt ihr 1, 2, 3, 4, 5 Felder so weit gehen, ne? Und dann könnte er von hier aus 1, 2, 3 Felder angucken und das wahrscheinlich auch damit sehen, weil Hügel sieht man immer einen weiter, wenn da was draufsteht. Dann 1, 2, 3, dann stellen wir doch mal die auf das Feld. So, dann kann er nämlich da nicht hin direkt. Zumindest mal ein paar, eine Runde Vorsprung. So, und jetzt Trieböcke. So. Einmal da oben. Und einmal dorthin. So. Und jetzt nehmen wir noch die Einheit hier so rüber. So, und da sehen wir, was hier oben sich sammelt. Ja, er betritt so langsam das Gelände wieder von Tiramisu, vom Inder, der Mambo-Kurt. Noch kriegt er keine Gegenwehr, wahrscheinlich. Zack, da diese hohle Gasse muss er da durch, ne? Gucken, was er da noch alles macht. Was haben wir noch hier an Ereignissen? Achso, nee, erstmal Einheiten. Wir haben noch eine Galeasse, die können wir auch... Ach nee, die können wir nicht weiter, die habe ich ja schon bewegt. Schade. Wir haben hier einen großen Propheten, den können wir bewegen. Wenn wir den hier hochziehen, können wir hoffentlich nächste Runde da draufziehen und Genf dann auch vollständig mit der Religion beglücken. So wie Helsinki die Religion auch angenommen hat jetzt und damit jetzt 36, 27 Druck, 36 Druck ausübt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Druck auf Karthago ausübt und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Druck auf den hier oben auch ausübt. 18 Druck. Der und der, wunderbar. Damit ist die Stadt auch bald bekehrt. Die ist dann bekehrt. Cusco kriegt auch schon was ab. Die wird auch bald bekehrt werden. Diese hier dann sowieso. Hier drüben wird es dann auch passieren. Ach, wie schön. Meine Religion verbreitet sich fast von ganz alleine. Na gut, ich habe ja auch ein bisschen nachgeholfen mit den großen Propheten. Jo, noch irgendwas? Urbitte Barbarenabwehr. Glauben, einen Handelsweg zu schaffen. Okay. Und Salz. Salz von unserem Freund hier, dem Inder. Wir wollen das Salz natürlich weiterhin haben. Wollen ihm keine Gelegenheit geben, an uns zu zweifeln. Er wird zwar sehen, dass ich immer noch keinen Handelsweg zu ihm gesetzt habe, aber gut, dann ist das halt so. Sollte er irgendwas vermuten, dann wird er wahrscheinlich auch nichts anderes mehr ändern jetzt können. So, wir gucken zwischenzeitlich jetzt mal auf die Demografie und sehen, 120 Produktion haben wir jetzt. 113 Nahrung, sind wir Dritter, also da sind wir auch nur noch 15 Nahrung hinter den anderen, hinter dem Mambo-Kurt. Und ja, forschungsmäßig sieht man hier ganz toll, er ist noch weiter abgegangen, er hat jetzt 35% von 33 auf 35 hochgegangen. Dann gucken wir doch gleich mal, was erforscht worden ist. Also er hat in der letzten Zeit abgeschlossen, er hat Optik erforscht. Das hat er jetzt erforscht. Er hat vorher Ritterlichkeit erforscht. Damit hat er jetzt Bildungswesen, Ritterlichkeit und Maschinen. Hier. Ja. Das riecht danach, dass er auch Bankwesen erforschen will. Physik ist noch nicht erforscht von ihm, aber Metallguss. Aber da geht er dann auch sicherlich nicht ganz schnell lang. Ja, so. Und, na gut, Kompass, weiß ich nicht, ob er Kompass wirklich erforschen will oder muss. Gold, Handelsweg. Seehandelsweg, das ist egal, das ist egal. Ja, also es steht ihm alles offen an der Stelle. Bankwesen, Druckerpresse zu erforschen. Mal gucken, wo er hingeht.
Ich muss mich dann halt auf das konzentrieren, was er nicht macht. Also, wenn er natürlich hier auf verbotene Stadt geht, dann könnte ich versuchen, auf die Druckerpresse zu gehen. Wenn er auf die Druckerpresse geht, gehe ich auf die verbotene, auf den schiefen Turm von Pisa geht, gehe ich auf die Druckerpresse, auf die verbotene Stadt. So schließt sich das eine oder das andere nicht aus. Interessant wäre vielleicht auch noch hier die Burg Himjeni, 15% Kampfstärke zusätzlich, aber das ist halt auch nur zum Verteidigen. Die wäre halt schon ganz gut, wenn die nicht in seiner Hand wäre. Und, na gut, ansonsten die nächsten guten Wunder sind halt wirklich hier der Porzellanturm oder und das Taj Mahal. Beides eigentlich ganz gut. Porzellanturm gibt mir halt einen großen Wissenschaftler, hat aber dann den Nachteil, wahrscheinlich will dann niemand mehr mit mir Forschungsabkommen abschließen, weil sie alle Angst haben, ich forsche dann davon. Taj Mahal würde halt in dem Sinne gut sein, weil es nochmal Zufriedenheit gibt und ein goldenes Zeitalter, was ja schon zeigt, wie gut das ist. Gut, das wäre dann quasi jetzt auch Runde 99. Wir gucken gespannt in Runde 100, wie es da dann weitergeht. Habe ich eigentlich hier oben gezogen? Ja, habe ich auch gezogen, genau. Gucken gespannt in Runde 100, wie es weitergeht im Kampf hier der schwedischen Storys. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.